herzlich willkommen auf meinem Kanal Kreativstempel. Mein Name ist Birgit und ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin. Ich möchte heute mit euch eine Weihnachtskarte basteln, und zwar eine Weihnachtskarte mit der Embossing-Technik und Produkten von Stampin'-Up. Ich habe hier schon mal drei Beispiele vorbereitet. Und zwar ist das hier einmal eine Karte mit einem chiliroten Designerpapier und mit einem kupferfarbenen Embossing-Pulver gearbeitet. Dasselbe hier nochmal in Kupfer und mit einem weiß gehaltenen Designerpapier. Welches das ist, sage ich euch gleich noch. Und hier habe ich ein Embossing-Pulver in Rot verwendet. Es gibt bei Stampin'Up noch das goldene und das silberne Embossing-Pulver. Wir arbeiten heute zusammen diese Karte mit einem silbernen Embossing-Pulver. Was ist denn Embossing-Technik? Und zwar seht ihr hier diese Sterne und auch dieser Schriftzug Zauberhafte Grüße. Das glitzert und glänzt so schön, hier in dem Fall eben in Kupfer. Und da zeige ich euch heute, wie ihr das machen könnt. Ich finde immer, für Weihnachten kann es ruhig was Edles sein. Und da ist eben diese Embossing-Technik wunderschön. So, was braucht ihr dazu? Und zwar habe ich das schon mal vorbereitet. Ihr braucht einmal ein Stück Grundkarte in Flüsterweiß. Die hat die Maße 21 x 14,85 und wird einmal gefalzt bei 10,5. Die Maße schreibe ich euch wieder alle in die Infobox, braucht ihr jetzt nicht mitschreiben. Dann braucht ihr noch ein Stück Flüsterweiß in den Maßen 13,3 x 9 cm. Darauf embossen wir dann. Dann benötigt ihr ein Stück Farbkarton in Chili. Der hat die Maße 14,3 x 10. Dann braucht ihr noch ein Stück in Gartengrün. Das hat die Maße 13,8 x 9,5. Dann ein Stück Designerpapier. Das ist hier in dem Fall das Designerpapier voller Vorfreude. Das gibt es im Hauptkatalog von Stampin'Up zu kaufen. Das ist sehr, sehr schön. Dann braucht ihr noch ein Oval in Flüsterweiß, das habe ich ausgestanzt mit den Fremdleitsformen von Stampin'Up. Und da gibt es eben drei verschiedene Kreise, Quadrate und eben diese Ovale. Und da habe ich hier die also nicht die größte, sondern die zweitgrößte davon genommen und habe das schon mal ausgestanzt. Dann braucht ihr noch zwei Stückchen Schleifenband in Chili. Da gibt es eben im Katalog das Schöne mit diesem Kreuzstich. Das braucht ihr ein Stück, was über die Karte kommt, und dann noch eins für die Schleife. Und dann gibt es diese wunderschönen Holzakzente. In dem Fall habe ich hier die Sterne gewählt. Die gibt es auch im Hauptkatalog von Stampin'Up. So, und dann fangen wir mal an. Wir brauchen als erstes das Stückchen in Flüsterweiß. Auf dem werden wir als erstes embossen, und damit ich die richtige Position hier von den Sternen nachher bekomme, klebe ich mir als erstes dieses Stückchen Designerpapier auf. Das machen wir jetzt mal, und zwar nehmt ihr euch da einfach einen Tombow, streicht den da hinten auf die Rückseite auf und dann wird der aufgeklebt, am besten so, dass es die richtige Richtung hat, ne? Weil hier die Sterne und die Kugeln haben hier ja einen Aufhänger. Das sind ja für den Tannenbaum so Sternchen und Christbaumkugeln, und dass die auch in der richtigen Richtung sind, dass ihr da aufpasst. Auf der rechten Seite aufkleben und festdrücken. Dann braucht ihr dazu eure Stempelunterlage. Ihr braucht einmal das Versamark zum Embossen. Das ist quasi eine durchsichtige Stempelfarbe, sage ich jetzt mal, dass nachher das Pulver gebunden wird. Dann braucht ihr den Embossing Buddy. Mit dem geht man über das Papier drüber, um es so ein bisschen
ja, diese Statik zu nehmen, dass das Embossing-Pulver dann nachher eben nicht irgendwo auf der Karte klebt, sondern dass es dann auch wirklich nur an den Sternen und am Schriftzug hängen bleibt. Dann braucht ihr dazu das Stempelkissen Winterwunder. Und da habe ich mir einmal diese drei Sterne und diese beiden Sterne rausgesucht. Das sind dann eben einmal die hier oben in der Ecke, einmal der größere und einmal hier der etwas kleinere. Die habe ich mir schon mal auf Stempelblöcke gezogen. Und dann fangt ihr damit an, das aufzustempeln. Ihr seht es dann natürlich nicht richtig, weil das ja farblos ist. Man sieht dann nur so einen Glanz. Und zwar einmal hier oben ins Eck. Die drei Sterne. Ah, jetzt habe ich vergessen, seht ihr es? Vorführeffekt. Solltet ihr auf jeden Fall machen, dass ihr da einfach mal übers Papier geht. Mit dem Embossing Buddy. Dann stempel ich mir den großen Stern unten links in die Ecke. Wie gesagt, ihr seht das jetzt nicht. Einmal hierhin. Aber die Vorgehensweise ist genauso, wie wenn ihr jetzt normal stempeln würdet. Und dann noch den kleinen Stern. Den stempelt ihr euch dann hier oben hin. So. Kann das Versamark erstmal geschlossen werden, dass es nicht austrocknet. Die Stempelmatte kurz beiseite. Dann nehme ich mir immer ein Stückchen Schmierpapier, das Embossingpulver in Silber und einen kleinen Pinsel, um eventuell, falls doch irgendwo was hängen bleibt an dem Papier, dass ich es noch beiseite oder beseitigen kann. Dann macht ihr euch das Embossingpulver auf. Und dann streut ihr euch das über die gestempelten Sterne drüber. Und das Schmierpapier fängt dann euer Pulver auf. Dann klopft ihr das ab. Und jetzt seht ihr hier, weil ich es hier mit dem Embossing Buddy nicht bearbeitet habe, bleibt jetzt hier etwas kleben und das kann ich mir dann jetzt mit dem Pinselchen beseitigen, weil das sieht ja sonst nicht schön aus nachher. So, lege ich das kurz beiseite. Dieses Embossingpulver könnt ihr wieder verwenden. Das klappe ich mir dann immer hier so zusammen und fülle mir das wieder in mein Töpfchen zurück. Andere Kolleginnen nehmen sich dann eine Tupperdose, wo sie das dann direkt in der Tupperdose reinstreuen oder drüber streuen. Das kann man machen, wie man möchte. Man kann das erstmal auf die Seite. Und jetzt kommt unser Erhitzungsgerät. Das sieht so aus. Und es ist quasi wie ein Föhn. Es ist nur etwas heißer. Und damit föhne ich jetzt quasi über das Pulver drüber. Und ich halte jetzt dazu mal meine Kamera ein bisschen, nein, mein Mikrofon, nicht die Kamera, sonst seht ihr ja nichts, ein bisschen zu, sonst wird es für euch zu laut. Und dann könnt ihr sehen, wie sich eben jetzt dieses Pulver dann, das fängt dann an zu glänzen. Und wenn das glänzt, dann wisst ihr, okay, jetzt ist es getrocknet. Ne? Also ich mache das jetzt mal an und halte mal mein Mikrofon ein bisschen zu. Sehen, dass das jetzt schon wunderbar glänzt. Also in dem Moment, wo es das
eine glänzende Schicht bekommt, ist es ausgetrocknet und dann ist es fertig. So, jetzt machen wir dasselbe noch einmal, auch mit unserem Oval. Da brauchen wir ja noch den Schriftzug. Dafür habe ich mir den Schriftzug Zauberhafte Grüße ausgesucht. Dann fahre ich, diesmal vergesse ich den Embossing Buddy nicht. Gar nicht stark aufdrücken, sondern nur leicht drüber gehen. Sonst habt ihr so viel Pulver da drauf, da ist ein Pulver drinnen. Und dann jetzt gut benetzen mit dem Versamark. Könnt ihr immer mal kontrollieren, ob auch überall etwas drauf ist. Und dann versucht ihr euch das schön mittig hier aufzusetzen. So. Wunderbar. Dann machen wir dasselbe wieder mit dem Embossingpulver. Wieder Schmierpapier drunter. Huch. Mit dem Embossingpulver bestreuen. Dass auch überall was drauf ist, ganz wichtig. Dann wieder abklopfen. Mal kurz kontrollieren. Und dann könnt ihr das euch wieder zurückschütten. Und dann kann das wieder verwendet werden. Jetzt schalte ich wieder mein Erhitzungsgerät ein. Nehme kurz den Ton raus. Und dann hören wir uns gleich wieder. Fliegt es natürlich davon. Ich glaube, das muss ich ein bisschen festhalten. Ich hoffe, es ist nicht zu laut für euch. Ich versuche jetzt auch mal, das in die Kamera zu halten, dass ihr das vielleicht mal seht, wie das. Müsst mal aufpassen mit den Fingern, es wird sehr, sehr heiß. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, wie das dann eben diesen Glanz bekommt. Auch schon fertig und es sieht ganz, 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 ganz toll aus. Das glänzt wirklich richtig, richtig toll und schön. So. Gut. Dann haben wir das vorbereitet. Dann kann es weitergehen. Und zwar machen wir jetzt als erstes dieses Schleifenband hier drauf. Jetzt hat sich meine Unterlage gewellt, weil es warm geworden ist. Und zwar klebt ihr das am besten mit dem Fast Fuse auf. Macht euch hier direkt auf die Karte ein kleines bisschen Fast Fuse drauf. Klebt euch dann gerade das Schleifenband auf. Dreht die Karte um und befestigt hier noch kurz die Enden. Klappt die einfach um. Und dann hält es auch schon. So, die Karte ist ein bisschen durch die Wärme verwellt, aber das biegt sich nachher wieder gerade. So, dann positioniere ich mir immer ganz gerne nochmal die einzelnen Elemente. Wo kommt jetzt was hin? Hier oben soll der Stern hin. Der kleinere Stern kommt hier hin und der ganz kleine hier. Das heißt, ich klebe jetzt als erstes hier diesen großen Holzstern fest. Den könnt ihr euch mit Tombow festkleben, mit einer ganz dünnen Schicht. Tombow hier hinten drauf und dann hält es auch schon wunderbar.
Einfach ganz dünn einstreichen. Und dann könnt ihr euch den Stern hier oben aufkleben. Der kann auch ruhig ein bisschen über das Schleifenband drüber gehen. Kurz andrücken. Den Stern hier hin. Das Oval macht ihr euch am besten mit Dimensionals fest. Da reichen 3 Stück von den großen. Wir haben ja jetzt auch die kleinen Dimensionals im Programm. Die sind auch wunderbar, wenn man kleinere Elemente aufzukleben hat. So, und dann setzt ihr euch das hier schön mittig drauf. Seht auch, dass es wirklich schon wunderbar trocken ist. Und jetzt kann der kleine Stern noch auf das Oval drauf. Auch wieder mit ein bisschen Tombow festkleben. So. Jetzt brauchen wir noch die Schleife. Da habe ich noch das eine Stück Schleifenband in Chili. Das nehmt ihr euch wieder so in die Hände. Macht dann hier einmal über Kreuz und führt die obere Schleife hier durch und zieht es fest. Bis es fest ist, dann zieht ihr euch oben, haltet hier immer am Mittelknoten fest und zieht euch hier die Schleife zurecht, wie ihr sie gerne haben möchtet. Bisschen zurechtzupfen. Dann schneidet ihr euch mit der Schere die Enden ein bisschen zurecht, dass es auch zu den Proportionen der Schleife wieder passt. Ihr wisst ja, da bin ich ganz penibel. Das mag ich immer nicht, wenn die so groß sind da oben. Und die Schleifchen unten sind kürzer. Das mache ich mal noch ein bisschen kürzer hier. Und ziehe mir die Schleifen noch ein bisschen durch. So. Und dann befestige ich das Ganze immer mit einem Glue-Dot. Lege mir das auf die Rückseite von meiner Schleife und setze mir die Schleife jetzt hier oben hin, wo ich sie gerne hinhaben möchte. Wenn man möchte, kann man hier noch eins auch dazwischen machen, aber bei dem Schleifenband hält es eigentlich wunderbar. So, jetzt ist unsere Mattung auch schon fertig. Jetzt können wir das alles auf die einzelnen Mattungen aufkleben und dann zum Schluss auf die Grundkarte. Dann fangen wir an mit dem Gartengrün. Tragt ihr euch wieder mit dem Tombow auf. Ich arbeite da am liebsten mit dem Tombow, weil da kann ich das Ganze auch noch ein bisschen verschieben, falls ich nicht gerade bin. Der lässt sich ja die ersten Sekunden noch schön justieren, sage ich jetzt mal. Und dann schaut ihr, dass das überall schön mittig aufliegt und auch hier die Ränder jetzt schön aufliegen, weil die Karte sich ja vom Embossen ein bisschen durch die Hitze gewellt hat, dass es dann auch wieder alles schön aufliegt. Wunderbar. So, jetzt kommt das Ganze auf den Chili-Farbkarton. Man kann natürlich hier auch mit einer Mattung weniger arbeiten, aber ich finde, immer an Weihnachten kann das ruhig ein bisschen festlicher und ein bisschen aufwendiger gestaltet sein. Weil Weihnachten ist ja doch was ganz, 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 ganz Besonderes. Genauso wie Hochzeit zum Beispiel. So, und dann nehmt ihr euch eure Grundkarte zur Hand, falzt die, und zwar das Tal kommt nach außen, der Berg nach innen. So als kleine Hilfestellung nochmal. Mit dem Falzbein falzen. Ich drehe das auch immer gerne noch einmal rum. Und dann könnt ihr euch jetzt die
Mattung auf die Grundkarte aufkleben. Auch wieder schauen, dass es schön mittig auf der Karte drauf sitzt, damit es auch schön aussieht. So, Tombow kann wieder beiseite, kann geschlossen werden, dass er nicht austrocknet. Ja, fertig ist eure wunderschöne embosste Weihnachtskarte. Zauberhafte Grüße. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, heute wieder dabei zu sein, und ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mal vorbeischaut auf meinem Kanal Kreativstempel, und natürlich würde ich mich ganz besonders freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert oder ein Däumchen nach oben da lasst. Wenn ihr Fragen habt zum Video oder wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, schreibt mir das unten in die Kommentare. Wie gesagt, die ganzen Produkte und Maße schreibe ich euch auch da rein. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Birgit.